Nur auf OE24 gibt's jede Stunde Geld fürs Radio hören. Ja, super! Freue mich riesig darüber. Danke. 10.000 Euro Cash und die Chance auf eine Traumreise für zwei nach Ägypten. Jetzt anmelden auf OE24radio.at. Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und jetzt sind wir da, jetzt ist alles erledigt. Das Duell Nehammer gegen Kickl ist geschlagen. Alle Sender sind zur Nachtruhe geschritten, aber bei uns geht es erst so richtig los. Nämlich mit Schlag den Groß. Zum Schlag holt aus, wie mehrfach in letzter Zeit, teilweise begeistert gefeiert für ihre boxerische Schlagkraft, Eva Schütz. Schönen Abend. Verlegerin des Express und des Express TV, das uns ja schwer unter Druck setzt, quotenmäßig in letzter Zeit. In der Früh, und, vor allem in der Früh. Ja, vor allem in der Früh, wenn du auf Sendung bist, irgendwann zu wahnsinnigen Zeiten. Da haben wir noch gar nicht aufgesperrt um die Zeit. Und Gerald Groß, der ist um 7.30 Uhr immer schon putzmunter, wie wir wissen, und schon im Fitnesscenter. Heute voll fit und voll in Schlagkraft, weil ja nur noch 6 Tage bis zur Wahl sind für seine FPÖ. Wie immer darf die Aufschlägerin, die Schlägerin beginnen. Also bitte eine rechte Gerade, weil bei ihm zählen nur rechte Gerade, gegen Gerald Groß. Es geht um die Frage, geht Herbert Kickl am Schluss die Luft aus? Kann er diese wirklich großartigen Umfragewerte, die er in letzter Zeit hatte, noch halten? Oder kommt jetzt plötzlich aus der Hecke der Bundeskanzler geschossen mit einer Kanzleroffensive und dann auch noch laut schreiend, krächzend, brüllend Andreas Babler mit seinen Townhalls, wie wir sie gerade in Floridsdorf erlebt haben? Können die ihn am Schluss noch, wie man so schön sagt, die Butter vom Brot holen? Wird Nehammer Kickl erlegen? Also das Einfachere mal zuerst. Ich glaube, Andreas Babler wird gar nirgends mehr hervorkommen und wird auch keine große. War jetzt bei den TV-Duellen nicht schlecht oder nicht so schlecht, wie man es vielleicht hätte vermuten können von anderen Auftritten. Nicht so schlecht, aber ich glaube, Andreas Babler wird das Rennen nicht mehr machen. Und es werden, glaube ich, einige Leute jetzt von der SPÖ Karl Nehammer wählen, weil sie sagen, sie wollen einfach nicht, dass die FPÖ Erster wird. Und dieses Problem werden auch die Grünen haben und Teile der SPÖ, dass man sagt, ähnlich wie jetzt in Deutschland bei der Wahl in Brandenburg, um Kickl zu verhindern, wählen auch Grünwähler und SPÖ-Wähler Karl Nehammer. Und zu Karl Nehammer, ja, da gebe ich dir recht, der hat jetzt wirklich aufgeholt. Der hat das, finde ich, sehr gut gemacht, auch mit der Hochwasserkatastrophe. Man sieht auch, dass die Umfragen enger werden. Und er hat auch in den Duellen sehr gut und sehr seriös performt. Also höhere Sympathiewerte, glaube ich, gibt es zurzeit für Karl Nehammer. Und wenn die Kanzlerfrage dann gestellt wird in dem Duell Kickl gegen Nehammer, glaube ich, hat Nehammer durchaus aufgeholt. Also du sagst, wir werden uns alle anschauen am nächsten Sonntag. Ich glaube, es wird sehr knapp werden. Ich gebe dem Nehammer eine Chance, obwohl die FPÖ jetzt eigentlich über Monate, fast über Jahre immer vorne war in der Umfrage. Aber es soll schon vorgekommen sein, dass manchen kurz vor der Ziellinie die Puste ausgeht. Ja, das hat man jetzt manchmal ein bisschen das Gefühl bei der FPÖ, wobei man natürlich sagen muss, das Hochwasser war für die FPÖ natürlich schwierig, weil sie einfach nicht in einer Regierungsverantwortung ist. Nicht. Also ich finde, das war spannend gemacht mit diesem Rechtsanspruch und so. Also der hat den da, finde ich, ganz schön an den Baum genagelt. Ja, aber schauen wir uns das an. Aber den haben sie auch erfüllt jetzt. Du sagst, das Hochwasser ist 1:0 für Nehammer, die Sympathie ist 2:0 und sein Finish ist 3:0 für Nehammer beim ersten Aufschlag von Eva Schütz. Bitte sehr, antworten Sie, Sie in die Defensive gebracht, der Herr Groß. Ciao. Ich möchte einmal Menschen niemals aus ihrem Glauben entreißen. Also Eva Schütz ist eine leidenschaftliche Glaubende. Am Ende bleibt Hoffnung und Liebe. Das ist so ungefähr ihr Credo. Das, wie gesagt, das ist auch das Credo der ÖVP. Die befinden sich in einer Selbsthypnose, in einer Selbstprogrammierung. Die haben alle gesagt, wir sind die großen Sieger, wir werden siegen. Und sie glauben durch den Glauben, dass man Berge versetzt. So, ja, die glaubt ja auch derzeit. Ja, da ist es aber weniger eine Glaubensfrage, sondern eher eine Wissensfrage. Politik ist wie so oft Mathematik. Ich bin wirklich der Meinung, bist du nicht am stärksten, ich reduziere, aus diversen ist in Ordnung, ja. Ihr Analphabeten, euch auf der Backe habt, nur eure 10 Wurstfinger habt, für mehr reicht es nicht. Aber also 4:0. Die Freiheitliche Partei liegt in Oberösterreich auf Platz 1. Die Freiheitliche Partei liegt in der Steiermark auf Platz 1, sie ist in Kärnten auf Platz 1.
Sie liegt in Niederösterreich 2% hinter der Volkspartei. Sie liegt in Salzburg auf Platz 2 hinter der ÖVP, sowohl als auch in Tirol. Dort liegt die ÖVP auf Platz 1, sind aber kleine Bundesländer. Die zwei großen Flächenbundesländer Steiermark und Oberösterreich hat sie. In Wien liegt sie bei 15, die FPÖ bei 21. Wenn ich also jetzt die gesamten Landtagswahlergebnisse der vergangenen zwei Jahre und die Europäische Unionswahl hernehme und einfach ganz wertlos hochrechne, komme ich auf einen Wert von ca. 27-28% für die Freiheitliche Partei und 24% für die Österreichische Volkspartei. 27-28% so ist es. Schau. Und jetzt sage ich dir Folgendes. Jetzt frage ich dich oder ich frage euch beide. Welche epochale Meisterleistung hat Karl Nehammer die letzten 6 Monate geleistet, dass die Lage der Österreichischen Volkspartei von tot auf beschissen gewechselt hat? Also einen epochalen Vorsprung. Die Frage musst du an deine ÖVP, Duellgegnerin. An die Selbsthypnotisierte stelle ich sie, also an die Glaubende. Du bist ja selbst. Ich bin keine Partei, ich bin weder Parteimitglied noch sonst. Ich bin kein Funktionär. Wenn man mich einlädt, komme ich. Wenn die Österreichische Volkspartei mich einladen würde, würde ich kommen. Ich weiß nur nicht, ob Ihnen gefällt, was ich sage. Ganz einfach. Ich habe nicht einmal ein Telefon. So. Von dir will ich machen. Ah, keine Sorge. Sie probieren schon. Keine Sorge. Ich versuche nur, was hat sich das letzte halbe Jahr für Karl Nehammer und die ÖVP so verbessert, dass plötzlich die Ausgangslage besser sein sollte als bei der EU-Wahl oder bei der Landtagswahl? Gut, also erstens einmal das Argument, dass man das zusammenzählen kann, auch wenn man es rechnerisch in der Lage ist, das ist einfach falsch, weil wir wissen ja von jeder Bundeswahl, dass das eben nicht die Landtagswahlergebnisse zusammengezählt sind. Bei Sebastian Kurz zum Beispiel nur, der war immer bei Bundeswahlen deutlich stärker als seine Partei im jeweiligen Bundesland. Er hat zwar auch den Länderparteien immer 5-6% gebracht, trotzdem, wenn er angetreten ist, hat er deutlich mehr gebracht. Was hat die ÖVP jetzt in den letzten Wochen doch zustande gebracht? Das war doch einen sehr positiv und sympathischen Karl Nehammer aufzubauen, der doch jetzt ein bisschen... sehr sympathischen er ist jetzt ein bisschen in Form gekommen. Unglaublich, wie du manche Männer empfindest, dass du den als sympathisch empfindest. Aber gut, ich sage es ehrlich, wenn ich mir jetzt die Auswahl der dort befindlichen Männer anschaue, dann ist man schnell sehr sympathisch. Im Wahlkampf. Ja, die zur Verfügung stehenden Kandidaten, Babler, Kickl, Nehammer und Kogler, also da gebe ich dann noch den absoluten Hauptpreis. Sympathisch, Also sympathischer als der Rest zumindest. Gut, also Nehammer ist sympathisch. Ich mag auch Beate Meinl-Reisinger, muss ich ehrlicherweise sagen. Die ist kein Mann, richtig, aber jetzt rein von also Sympathie werden. Er ist sympathisch. Ich finde, er hat jetzt in den letzten... besser gemacht, fragt dein Gegenüber. Na, er hat zumindest in diesen Duellen hat er eine relativ sachliche Meinung vertreten und hat auch nicht so polarisiert. Also ich finde, Herbert Kickl polarisiert extrem und ich finde auch die Wahlkampagne der FPÖ, finde ich auch, ehrlich gesagt, die hat auch nicht überzeugt. Also schau, sachlich, was bleibt Karl Nehammer anders übrig, als sachlich sein eigenes Scheitern einzubekennen? Was willst du mit einer Konkursmasse im Rucksack mehr als sachlich zu bleiben? Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Jede Vision, die er dort in den Mittelpunkt stellen würde, würde ihm jeder andere Gegenkandidat sofort den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, ja, warum haben sie das nicht gemacht? Aber das sagst du jedem. Du kannst nicht nach 37 Jahren Regierung ÖVP dich herstellen und sagen, du wirst jetzt die ganze Welt verändern und in Wahrheit hast du die letzten 37 Jahre nur dein eigenes Bankkonto verändert, aber nicht die Welt verändert. Und selbst bei der tendenziell nur die Schwarzen reicher geworden ist und das ganze Land ist in Wahrheit tendenziell ärmer geworden. Ende, sage ich dir eines, auch bei der Hochwassergeschichte war es ja total entlarvend, dass zum Beispiel mein Nachdiskutant am Mittwoch, der Peter Westenthaler, hier gesessen ist und ein Mail präsentiert hat aus der Steiermark und eine Aussendung von Karl Nehammer, wo Karl Nehammer vor exakt einem Jahr, war im Übrigen großartig, was er dort dargeboten hat, exakt vor einem Jahr gesagt hat, ich werde die Südsteirer, die unter dem Hochwasser leiden, unter 100% entschädigen und heute
sagt der Christopher Drechsler, es tut ihm so leid, heute am Nachmittag gegenüber den Medien, er hat in der Südsteiermark nur 20, 30 oder 40% entschädigen können und er bittet jetzt, ob er einen Anteil des Kuchens der 500 Millionen Euro von der Europäischen Union bekommt. Das heißt, alles, was Karl Nehammer von der Migration, von der Wirtschaftslage her, bis hin zu Corona, sein großes Mea Culpa etc. in den Mittelpunkt stellt, ist ja alles Schall und Rauch, weil es war in Wahrheit ein großer Wahlbetrug. Das ist ja das Problem. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht. Und weißt du, diese Leute haben zu oft gelogen. Der Karl Nehammer, ich habe sein... Das ist ja das Spannende. Ich habe sein... Kurz ja, kannst du gern. Weil du uns auf den Punkt gebracht hast. Es gibt ja viele, die jetzt in den letzten Tagen, nachdem sie zuerst in einem Bewunderungsrausch für den Krisenkanzler und Krisenmanager Schmähammer waren, die jetzt sagen, der ist wirklich ein Schmähammer, weil der hat, weiß ich was, alles versprochen, gemacht hat er nichts, weil die Leute kommen jetzt überhaupt erst drauf, dass der den Hochwasseropfern von vor einem Jahr noch immer kein Geld geben hat, genau so ist es. Obwohl so. Denen alles weggeschwemmt so wurde, wie wir so. Auf den Bildern. Und Schau. Du hast das ja schon vor einer Woche gesagt. Weißt du, was das Problem ist? Warte, ich möchte das noch fertig machen. Zu deiner Ehrenrettung, du hast das schon vor einer Woche gesagt. Muss gesagt werden. So, das heißt, jetzt kommen die Leute erst drauf. A, der hat die Hochwasseropfer vor einem Jahr noch nicht entschädigt. B, der hat sich dem Rechtsanspruch widersetzt. Wer sagt, die sollen das einklagen, was ja besonders nette Aussage ist, kurz vor einer Wahl. Und C, keiner weiß jetzt, kriegen die ja Geld oder nicht. Er ist noch immer bei 20% und nicht bei 100. Und er hat die Forderungen, die zum Beispiel der Peter Westenthaler aufgestellt hat, die sollen sofort einmal 10.000 Euro kriegen, nicht einmal ansatzweise erfüllen gedacht. Es ist ein ganz grundlegendes Problem. Ja? Wir sind ja alle in einem gewissen Alter und haben in unserem Leben zwischenmenschliche Beziehungen erlebt. Echt? Glaube ich schon. Ja. Wenn du eine Beziehung auf einer Lüge aufbaust, holt dich die Lüge irgendwann einmal ein. Die Beziehung, die Kanzler Nehammer zu seinem Amt aufgebaut hat, basiert auf einer Lüge. Sie basiert auf einer Art Notariatsakt. Wenn Echt? Sebastian Kurz geht, bin ich nicht mehr in der Politik und trete zurück. Das hat er unterschrieben, das hat die Edstadler unterschrieben, das haben alle ÖVP-Minister unterschrieben. Sebastian Kurz ist gegangen, sie sind alle geblieben und gepickt. Das heißt, ein Kanzler, der bereits auf dem Weg in die viel zu großen Schuhe des Vorgängers einsteigt und dieses Amt beginnt mit einer eklatanten Lüge oder, sagen wir, Unwahrheit, ich unterstelle mir nicht einmal Vorsatz, mit der Unwahrheit und eigentlich mit einem Wortbruch, der braucht sich nicht wundern, wenn seine gesamte Regentschaft über 4 Jahre vom Wortbruch begleitet. Da muss ich jetzt ich darf Sie ganz sprechen. Kurz, ich darf nur in drei Punkten. Bitte. Bei Corona erklärt er das große Mea Culpa. Wir brauchen einen Friedensschluss und Aufklärung. Das hat es bis heute nicht gegeben. Es gibt auch keine Konsequenzen. Zweitens. Bei der ganzen Migrationskiste hat er erklärt, er wird die Leute abschirmen, er wird nach Syrien abschirmen, er wird nach Afghanistan abschirmen. Marokko. Er wurde bis heute kein einziger abgeschoben. 6 nach Marokko. Und bei der Katastrophenschutz, bei der Überschwemmung haben wir dasselbe. Geht her als rettender Engel, ja, oder wie Sebastian Kurz immer als Messias unterwegs war, so als Berührungsreliquie und erklärt, ich werde alles entschädigen. Und dann tauchen überall Leute in Österreich auf und sagen, wir haben doch das Gleiche gehabt. Der hat sich bei uns nicht einmal geriert. Der hat ja nur gelogen im Fernsehen. Und das ist das Problem, wenn ich deine eigene Lüge einhole. Also das ist ein starkes Stück, wenn du ihm die Lüge vorwirfst. Ja? Da klagt gerade einer den Armin Wolf, weil er ihm die Lüge vorgeworfen hat. Ich möchte es auf Unwahrheit präzisieren. Es ist die glatte Unwahrheit, warum die Lüge setzt den Vorsatz voraus. Genau. Den kann ich ihm nicht nachweisen, obwohl ich davon ausgehe, dass ein gewisser Vorsatz dabei ist. Also würdest du mit Bomben und Granaten verlieren, sondern der Wolf gegen die glatte Unwahrheit, das macht es aber moralisch für das Volk nicht besser. Du, aber es geht ja eigentlich um was anderes. Ich sage, er hat nicht gelogen. Wer zu Beginn seiner Amtszeit sagt, er beginnt als Lehrling und das war keine Lüge, sondern das war wahr. Ja, und dann hat er, wie wir wissen, zwei oder drei Jahre als Lehrling im Kanzleramt gewirkt. Und jetzt, sagt aber die Eva Schütz, die Lehrlingszeit ist vorbei.
jetzt läuft er zu einem wirklichen Kanzler auf, jetzt wird er sympathisch, jetzt zeigt er Format, jetzt könnte er auf den letzten Metern noch einen Kanzler putzen. Na, tut er ja auch, weil am Ende des Tages werden die Umfragen immer enger und die ÖVP kommt immer weiter an die FPÖ zurück. Aber jetzt nochmal auf diese Hochwasserentschädigung zurückzukommen. Natürlich kannst du nicht jedem einfach 10.000 Euro in die Hand drücken. Nein, naja, weil wir dann genau das Gleiche haben, wie wir auch zum Beispiel bei Corona mit der COFAG gehabt haben. Auch dort ist das Geld relativ schnell verteilt worden. Heute haben wir Untersuchungsausschüsse, die prüfen, ob das rechtmäßig war. Weil, und das ist halt ja, aber in einem Rechtsstaat so. Aber da hat ja nicht so, jeder dasselbe gekriegt, sondern da haben ja einige deutlich mehr bekommen. Naja, oder auch nicht, das ist die Frage. Du musst ja schauen, was ist der Schaden? Du brauchst einen Sachverständigen, du musst das entsprechend feststellen, dann kannst du das auszahlen. Und bis jetzt gab es eben diese 20%-Grenze. Natürlich kann man sagen, wir entschädigen zu 100%, aber da muss man halt dann auf der anderen Seite wieder die Frage stellen, die ist legitim, wer bezahlt das? Weil es wird budgetfinanziert sein, es wird nicht anders gehen. Also nimmt man noch einmal 1 Milliarde aus dem Budget und entschädigt ab jetzt, ja, ab diesem Hochwasser, die Hochwasseropfer zu 100%. Das kann man schon tun, das ist aber eine budgetpolitische Entscheidung. Und die Frage ist, wie finanzierst du diese neue Milliarde, die wieder aus dem Budget rausgeht? Aber bis jetzt waren es 20%, sowas bei allen Hochwassern. Und das ändert sich jetzt auf politischen Druck vor der Wahl. Ob das gescheit ist, weiß ich nicht. Ja. Die ganze Corona-Kiste und das Corona-Missmanagement haben uns ca. 100 Milliarden Euro Volksvermögen gekostet. Und wir haben Nonchalance ausgegeben, koste es, was es wolle, hat der Urwaschelkaktus aus dem Kleinwalsertal Vulgo Sebastian Kurz verkündet damals, nachdem er eben erklärt hat. Ja, aber du forderst jetzt genau das Gleiche. Wir werden alle jemanden kennen, der gestorben ist. In Wahrheit kennen wir mittlerweile jeder einen, der von der ÖVP betrogen worden ist. 8,6 Milliarden Euro kostet uns die gesamte Zuwanderungskiste in den letzten Jahren aufgerechnet. Der Beitritt Österreichs zum NATO-Raketenschild kostet uns 6,6 Milliarden Euro. Also sind wir jetzt bald einmal bei 116 Milliarden Euro. 116, 117 Milliarden Euro, die in einer Legislaturperiode förmlich freihändig ausgegeben werden. Und für jeden einzelnen dieser Cent gibt es im Übrigen keine Unterstützung der Bevölkerung. Wenn du die Bürger heute fragst, sagst du, was? 8,6 Milliarden für die Zuwanderung, seid ihr deppert worden? So, und jetzt sagt aber die Bevölkerung, das sind arme Hund, denen ist die Bude abgesoffen, die stehen vor den Trümmern ihrer Existenz und für die habt ihr nicht einmal 10.000 Euro. Sag mal, wo seid ihr denn angreifen? Du kannst doch nicht einfach 10.000 Euro irgendjemandem verteilen. Der Vorschlag war ja kein schlechter. Der Vorschlag war ja kein schlechter. Sofort binnen einer Woche 10.000 Euro auszahlen, dann kommen die Schadenskommissionen und kontrollieren, ob das gerechtfertigt war, ob mehr kommt oder ob etwas zurückgefordert wird. Der Bürgermeister legt fest, wer die 10.000 Euro kriegt und die kriegt das Konto. Die völlige Willkür, der eine mag den Bürgermeister, der andere mag ihm nicht, der eine hat ihn gewählt, der andere hat ihn nicht gewählt, dann gehst du herum, verteilst, gibst du jedem 10.000 Euro, nachher kommst du drauf, es war leider doch nichts oder vielleicht war der auch nicht im Hochwassergebiet und dann schaue ich mal an, wie du die 10.000 Euro wieder zurückholst, dann klagst den und holst einen Exekutionstitel und pfändest ihn. Es geht um jene, guter Punkt, die einen Hochwasserschaden 2:0 für Eva Schütz. Und die jeweiligen Landesregierungen und Bürgermeister wissen, welches Haus unter Wasser kommt. Das ist doch willkürlich, du kannst doch nicht, das ist ja, ich meine, ich weiß, du bist ein großer Fan von Jörg Haider, der ist noch mit dem Hunderter zumindest herumgegangen, aber du gehst jetzt schon mit den 10.000 Euro Bageln herum und verteidigst dich. Man muss mit der Inflation gehen. Auch da, und das hat man, finde ich, bei Corona relativ gut gesehen, wer ist betroffen und in welchem Ausmaß, das muss man ja feststellen. Weißt du, Eva, was wir für ein Problem haben? Wir führen ja beide, oder wir zu dritt möglicherweise, eine Luxusdiskussion. Da gibt es Leute, die haben sich ein Einfamilienhaus bezahlt über 20, 25, 30 Jahre in der Höhe von 400.000 Euro. Heute erklärt mir ein Mitarbeiter von OE24, ein Mitarbeiter von dir, der durch Niederösterreich gefahren ist, an kilometerlangen Straßen entlang, wo links und rechts der Sperrmüll ist. Daraufhin sage ich, das ist ein Irrsinn, wenn ein Wasser in Köln kommt, sagt er. Es ist noch schlimmer, wenn ein Wasser ins Erdgeschoss, ins Wohnzimmer reinkommt. Richtig. Das heißt, da hat es tausenden Häusern, die gesamte Einrichtung weggerissen. Tausende Häuser sind unter Wasser gestanden, sie sind feucht, sie sind teilweise unbewohnbar, da kommt der Schimmel. Wir haben die Geschichten gesehen, wo Leuten 45 LKWs abgesoffen wurden. Das sind Großbetriebe, die derzeit nicht produzieren können. Weißt du, wie ich meine? Es müsste ja auch im Interesse eines funktionierenden
Staates sein, der aus Niederösterreich als Wirtschaftsstandort Steuern haben will, dass die Betriebe dort auf Vordermann kommen, dass die Arbeitnehmer wieder in die Betriebe gehen können, dass sie Handwerker, Techniker, Installateure beschäftigen können. Schau, alleine mir erklärt jetzt ein Niederösterreicher, er hat, da gibt es ja viele, haben alle Wärmepumpen eingebaut oder Solaranlagen. Wo stehen denn die geschissenen Geräte? Im Keller unten. Ja, ja. So, alles kaputt. Alles kaputt. Aber Gerhard, ich gebe dir ja vollkommen recht. Da gibt es Leute, die kriegen keinen Kredit. Da gibt es Leute, die können jetzt nicht 4 Monate lang eine Dissertation ausfüllen, bis sie bei der Landesregierung den Schaden benennen. Der Vorschlag, ihnen sofort ein Geld zu geben, ist nicht Helikoptergeld, ist kein Geschenk, sondern ihnen sofort 10.000 in betroffenen Häusern, betroffenen Familien, betroffenen Unternehmen. Das ist sofort die ersten Sanierungsarbeiten durchführen können, einen Auftrag geben, dann kommen die Schadenskommissionen, es wird fotografiert und dann sagt, okay, der Schaden hat bei dem 40.000 Euro ausgemacht, kriegt er noch 30 dazu, der Schaden hat bei dem nur 6.000 Euro, zahlt er uns 4.000 Euro zurück. Und das wäre in dieser Situation, schau, es geht jetzt alles nur über den Leute. Aber es ist ja gar niemand dagegen. Also du argumentierst gut 10 Minuten dagegen. Also Entschuldige, 10 Minuten ist ja die Sendung noch nicht einmal alt. Das war, die Sendung läuft genau 19 Minuten und 51 Sekunden. Genau, was ich damit sage, ist nur, aber ihr von der ÖVP habt eine eingeschränkte Wahrnehmung. Ihr glaubt so, dass der Karl Nehammer heiliger ist. Also über das reden wir gerne. Kein Zeitgefühl, keine Menschenkenntnis. Das ist deine Anwesenheit, die bitte sehr. Das ist jetzt ausnahmsweise mal ein Punkt für Gerald Groß, wenn ich das als Ringrichter feststellen darf. Also es steht 3:1 für Eva Schütz. Ihn schlagt den Groß. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann schauen wir, ob der Gerald Groß noch aufholen kann. Weil ich möchte jetzt endlich eine Antwort auf die Frage, wer wird am Sonntag Kanzler? Nehammer oder Kickl oder vielleicht sogar, nichts ist fix, Andreas Babler. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schlag den Groß vor dem letzten Duell noch, eins haben wir noch, aber das ist für uns alle das Wichtigste. Denn Eva Schütz betoniert Gerald Groß. 3:1 steht's und du holst zum nächsten rechten, wie soll man sagen, zur nächsten rechten Knackwatsche aus. Sag uns bitte, wer wird Kanzler? Du hast uns angedeutet, du glaubst, es wird Nehammer und Kickl geht die Luft aus. Sag uns warum. Na, wer Kanzler wird, ist ja, das muss man wirklich sagen, außer Streit. Ne? Also, das ist außer Streit. Das ist wirklich fast außer Streit, weil Herbert Kickl wird es vermutlich, muss man ehrlicherweise sagen, und das halte ich auch nicht für sehr demokratisch, wird es nicht, weil niemand mit ihm in eine Koalition gehen wird, wenn er Erster wird. Also wenn er über 30% ist zum Beispiel. Aber trotzdem nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Karl Nehammer in eine ÖVP, sagen wir mal, wer weiß, ob es Karl Nehammer dann noch gibt, in eine Koalition mit der FPÖ gibt, vielleicht auch nicht mit Herbert Kickl, wenn die Zweite werden. Ja? Also wenn die ÖVP gewinnt, glaube ich, ist die Chance auf eine schwarz-blaue Koalition gar nicht so gering. Aber wenn die FPÖ dann mit Abstand Erster wird, wird niemand mit ihnen koalieren. So. Glaubst du? Ja, glaube ich, ja. So, und jetzt hast du uns gerade gesagt, dass der Nehammer vermutlich Kanzler wird, also sicher Kanzler wird, sicher Kanzler und vermutlich wird, Erster wird. Und jetzt sagst du uns gerade, ist gar nicht sicher, ob es den nach der Wahl noch gibt. Wie passt das zusammen? Das war jetzt so. Weil da muss ich da jetzt gleich einen Minuspunkt auf deine 3 Punkte auflegen. Wenn das so nein, ich glaube, man kann es nie mit einer ganz großen, also mit einer hundertprozentigen Sicherheit kannst du es nie sagen. Also was ist jetzt wahrscheinlich, also dass der am Montag zurücktreten muss? Nein, oder Karl Nehammer wird Kanzler, entweder gewinnt die ÖVP und er macht die FPÖ zum Juniorpartner. Das kann ich mir vorstellen, wenn die ÖVP doch ein bisschen einen Vorsprung hat. Oder er wird Zweiter, dann gibt es eine ÖVP Rot. Da wird der Babler dann vermutlich vielleicht noch Parteivorsitzender sein, aber sicher nicht Vizekanzler, Neos-Koalition. Also egal, wie du es drehst und wendest, Karl Nehammer, außer es passiert irgendwas, bleibt Kanzler. Da bist du dir sicher. Bin ich mir wirklich sicher. Bist du dir auch sicher, dass Karl Nehammer Kanzler bleibt? Die ÖVP ist seit 70 Jahren der Meinung, das, was der Wöller sagt, ist uns vollkommen egal. Wir wollen das werden und das streben sie an. Das entspricht einer gewissen Denkweise. Die Frage ist, streben sie es nur an oder werden sie es auch kriegen? Nein. Nicht. Ich kann da jetzt sagen, warum. Aha. Wenn der Herbert Kickl und die Freiheitliche Partei stark genug werden, das heißt der Abstand zwischen Freiheitlicher Partei und Österreichischer Volkspartei groß genug ist,
dann ist der Karl Neham am 29. September um dieselbe Zeit wie heute Geschichte. Es ist erledigt. Das gilt auch für das 28-24? Das gilt für 28-24, ist er weg vom Fenster. Ist dann das heißt, wenn in Wahrheit die österreichische Volkspartei näher zur Sozialdemokratie... Wieso soll er sein, wenn er mit der SPÖ eine Koalition macht also und wenn Kanzler ihm das gelingt, schau, es ist recht einfach. Du kannst ein Wahlergebnis von -13-14% stehst nicht durch. Also, okay, bei der ÖVP ist mittlerweile alles möglich. Hat er bei der EU-Wahl auch die wieder recht. Es gibt solche Sekten, sage ich da immer, es ist alles möglich mittlerweile. Auch die Verlierer werden aufs Schild gehoben. Aber unter normalen politischen Umständen, wenn du so eine Wählerwatschen kriegst, und das ist in Wahrheit Zwangsamputierung, da wird dann die ganzen Gliedmaßen. Naja, aber bei der EU-Wahl war auch nicht so, waren sie bei minus. Naja, weil es genau 3 Monate vor der Nationalratswahl waren, sie in Wahrheit alle angeschissen haben und weil es keinen besseren gehabt haben. Da werden sie am 29. draufkommen. Wenn die Freiheitliche Partei zu nahe an der ÖVP ist, zu nahe, also wenn der Abstand zu knapp ist, dann wird der Nehammer bleiben, wird der Druck ausüben auf die Sozialdemokratie, Babler zu verräumen. Und wird versuchen, mit Babler wird es nicht gehen. Und wird versuchen, der frisst ihm aus der Hand, der kämpft ja ums Überleben. Der überlebt nur als Vizekanzler. Der Babler ist ja intellektuell auch nicht in der Lage, nach 5 Jahren ins Vizekanzleramt zu finden. Der muss ja jeden Tag den Stadtplan hernehmen, damit er weiß, wo er überhaupt hin. Nein, den habe ich jetzt in dem Wahlkampf erlebt, der ist Flasche leer. Das ist ja das hohl wie ein ganzes Leergebinde. Das ist das, was ich nach am Oktoberfest bei mir in der Südsteiermark leer wieder dem Getränkehändler zurückbringe. 18 leere Bierflaschen, das hat ungefähr die gleiche Qualität. Da ist intellektuell kein großer Unterschied. Den habe ich jetzt erlebt im Duell. Ich habe ihn erlebt in der Townhall, also nur im Fernsehen moderierend, in der Townhall in Floridsdorf. Ja. Ich sage dir Hut ab. Nein. Der hat 1,5 Stunden sich heiser gebrüllt. Wie auf seinem Parteitag. Aber du darfst jetzt nicht und von dir hat ausgehen. Den Parteitag du darfst jetzt von dir ausgehen. Du bist, nicht von mir ausgehen. Nein, du bist leicht zu begeistern. Das ist wieder was anderes. Aber weißt du, wir haben einen gewissen Anspruch. Wir haben, weißt du, der normale Wähler, der Durchschnittswähler, du bist leicht zu begeistern. Also du bist gleich einmal zufrieden. Aber wir normalen Durchschnittswähler haben schon ein bisschen einen anderen Anspruch an die Politik. Ja, natürlich. Als Steirer. Naja, logisch. So. Und wenn dort einer im Fernsehen wie eine Wasserleiche auftritt, da glaubst du, Graf Dracula tot, aber glücklich, steht dort wie der Arsch mit Ohr, ständig irgendwie zuckend. Und nur böbelt und primitiv und schreiend den Kickl. Und ausgerechnet der Kickl, den man unterstellt, dass er immer der Aggressive und der Schreiende ist, bleibt dort vollkommen cool, bleibt dort vollkommen souverän. Das war in Wahrheit für mich eine Entlarvung. Das heißt, der Babler ist weg aus meiner Sicht. Und dann wird die ÖVP mit der SPÖ ohne Babler eine Regierung probieren. Und wenn es die Neos dazu brauchen, werden es die Neos dazu holen. Und wenn es die Grünen dazu brauchen, werden es die Grünen dazu holen. Es ist recht einfach. Also Nehammer kann eigentlich nur... Das heißt, Botschaft an den freiheitlichen Wähler, die Freiheitliche Partei muss so stark werden, dass kein Weg an ihr vorbeiführt. Sonst geht das Theater weiter. Das war jetzt Gerald Groß-Wahlaufruf. Man könnte natürlich auch gegenseitig argumentieren, eine Stimme für die FPÖ ist an und für sich insofern vergeben, weil niemand mit ihnen koalieren wird. Das ist durchaus spannend. Schau, ich denke an was anderes. Es ist zum Beispiel spannend, wenn die Freiheitliche Partei zum Beispiel ein Drittel der Nationalratsabgeordneten stellt und gegen die Freiheitliche Partei kein Verfassungsgesetz mehr durchführbar ist. Das betrifft die Neutralität, schauen wir, was die Hand nach der Wahlarithmetik außerbringt, wenn die Kleinen durch ist. So, aber dann kann man gegen die Freiheitliche Partei die Verfassung nicht aushebeln. Und wir sehen ja, dass die ÖVP und die Grünen, Stichwort Corona, die Verfassung in Wahrheit aushebeln wollten. Wir sehen es, dass sie es beim Bargeld wollen. Wir sehen es, dass sie es bei der Neutralität, Stichwort Skyshit, wollen. Aber dann habe ich die Freiheitliche Partei als Garant, da dass sie der Hüter der Verfassung für ist. Die Eva Schütz, warum? Weil kein Österreicher wird nach einer Verfassungssperrminorität, das habe ich noch nie gehört. Nachdem du eh nur 5 Wurstfingern lässt, haben wir eh gleich beim 5. Punkt, oder? Aufgrund deiner Die Bürger wollen eine starke freiheitliche Partei. Und zwar, weil sie gebrannte Kinder sind und die letzten 5 Jahre betrogen und belogen worden sind. Die Minorität ist ja eine Wurst. Die eine Hälfte will eine starke FPÖ oder ein Drittel oder sagen wir mal 35% will eine starke FPÖ. Aber die anderen, die darfst du auch nicht unterschätzen, die wollen einfach keine FPÖ. Und das ist das Gleiche wie das, was jetzt in Brandenburg. Das sind 70% in Brandenburg passiert ist, wo man ja große Verschiebungen von den Grünen, alles zur SPD gesehen, nur um die AfD zu verhindern. Spannende Rechnung habe ich 70 Jahre lang nicht gehört.
Nie. Und jetzt wird es plötzlich zu einer mathematisch-moralischen, politischen Rechnung zu sagen, okay, wenn eine Partei 10% hat, dann sind 90% dagegen. Wie ihr alle, nein, das lasse ich jetzt nicht gelten, wie sich vor 5 Jahren unter dem Urwaschelkaktus aus dem kleinen Walsertal, ja, Sebastian Kurz, so kommt der schwarz, Walsertal. Weil im kleinen Walsertal mit seinen Senioren während der Corona-Lockdowns Feste gefeiert haben, währenddessen wir alle eingesperrt worden. So, währenddessen, schau, wie der Sebastian Kurz mit den Grünen eine Koalition eingegangen ist und einer Partei, die nur 10% des Stimmenvolumens hat, 100% der Macht gegeben hat und 90% der Österreicher niemals die Grünen gewählt haben, habt ihr alle gesagt, das ist das Beste aus den beiden Welten. Das ist toll. Jetzt, wo die Freiheitliche Partei plötzlich Erster wird, also, kommen alle mit der Rechnung daher und sagen, das sind aber, ja 70% dagegen. Aber der Herbert Kickl hat heute auf Ö3, bei dem Morgenjournal, oder gestern war es, oder irgendwo, ich weiß es gar nicht, hat einen ganz guten Vergleich gebracht. Das ist so ungefähr wie beim Skifahren. Geht einer über die Ziellinie und dann sagen alle anderen 28 Teilnehmer, wisst ihr was, wir gehen auf Stockern, wir gehen sogar auf den ersten Platz, weil wir 28 sind besser als der erste Sieger. Aber Gerald, das war gar nicht der Punkt, den ich machen der wollte. Der Erste Punkt soll den Kanzler stellen. Ich weiß nicht, warum das niemanden der sogenannten Sonntagsdemokraten überlegt. Da gibt es leider ein ganz kleines Problem und das wollte ich, dass du uns jetzt kurz erklärst, damit es vielleicht wieder mal einen Punkt macht, nachdem die Eva da einen Punkt nach dem anderen derzeit macht. Das Ganze scheitert ja derzeit am Bundespräsidenten. Warum? Na, weil der sagt, er wird dem Kickl keinen Regierungsauftrag erteilen. Das wird ja spannend werden. Glaubst du, wird Kickl Van der Bellen dem Kickl einen Regierungsauftrag erteilen? Nein. Oder glaubst du das nicht, weil ihm das Risiko zu groß ist, dass der dann die ÖVP umtrat? Da darf ich mal ganz kurz sagen, dass der Regierungsbildungsauftrag, der formelle sogenannte Regierungsbildungsauftrag, für das Entstehen einer Regierung vollkommen irrelevant ist. Weil 1999 hatte den Regierungsbildungsauftrag der Herr Klima und am 4. am 3. Februar ist der Herr Schüssel und der Herr Heid an der Hand hingegangen und gesagt, Kestil, Tommy, der Regierungsauftrag kannst du in die Haare schmieren, wir haben eine Mehrheit im Parlament. Weil der Klima halt eine Gummistiefelintelligenz gehabt hat, aber der Kickl ist um ein Vielfaches intelligenter, der wird in diese Abseitsfalle nicht hineinlaufen. Nein, das gilt natürlich, wie es so schön heißt, die Kraft des Faktischen. Derjenige, der den Regierungsbildungsauftrag hat, der kann versuchen, eine der Parteien, kommt ja wohl nur die ÖVP in Frage, umzudrehen und sagen, ich warne vor einem. Der Bundespräsident sollte, es wurde in der gesamten Geschichte der Zweiten Republik, wirklich, es haben sich Regierungen abseits des Ersten gebildet, 99, 2000. Aber in der gesamten Geschichte der Zweiten Republik hat der Bundespräsident, der Hüter der Verfassung und der Essenzen, immer den Regierungsbildungsauftrag an den Stärksten erteilt. Ich warne den Bundespräsidenten. Du warnst dich. Aus tagespolitischen Gründen. Als der große Herausforderung der letzten Wahl. Dann kriegt er ein Problem mit einem Großteil der Bevölkerung. Ja. Wirklich. Das tust du nicht. Ob dann Herbert Kickl eine Regierung zusammenbringt oder den Regierungsbildungsauftrag zurückgeben muss und sagen muss, Herr Bundespräsident, beauftragen Sie den Zweiten. Das ist eine andere Geschichte. Dann kann man darüber diskutieren. Aber der Regierungsbildungsauftrag liegt beim Ersten. Der Bundespräsidentschaftskandidat Gerald Schuss warnt den Sieger der letzten Bundespräsidentenwahl, jetzt ordentlich aufzupassen, weil sonst gibt es eine aufs Handel. Habe ich es richtig verstanden? Du kannst es jetzt ganz formvollendet richtig und einen Volksaufstand. Ja, Frusthausen. Ja. Gut, aber bitte. Da muss ich mir jetzt wirklich in den Punkt, kann ich dem Gerald Groß jetzt nicht mehr widersprechen, da muss ich ihm wirklich 100% recht geben. Also einfach den Ersten nicht mit der Regierungsbildung zu beauftragen, nur weil einem die Partei nicht passt, ist eine wirkliche Provokation. Es ist vor allem eine wirkliche Missachtung der Demokratie. Also das kann man eigentlich nicht machen. Und ob er dann eine Mehrheit er wird nicht darum herumkommen, das zu tun. Wenn die FPÖ gewinnt, wird er nicht darum herumkommen. Sonst sprengt er sich in die Luft. Sonst sprengt er sich wirklich in die Luft, weil die Leute fühlen sich ja dann salopp einfach übergangen und einfach nicht mehr ernst genommen. Gut. Also es ist ein Punkt für beide. Das heißt, du sagst, er muss dem Kickl das Regierungsbildungsmandat erteilen. Aber trotzdem, der Kickl wird... Bist du so wie ich der Meinung, dass der Kickl ein raffiniertes Puberl ist, wie man so schön sagt? Ein raffinierter Kärntner, überhaupt ein raffiniertes politisches Schlitzohr, durch alle FPÖ-Wechselbäder gewaschen, von Haider über Strache, Hofer, weiß ich, wenn er da alle überlebt hat, teilweise physisch, teilweise intellekt, umgebracht. Nein, parteipolitisch meine ich, ne? Naja, parteipolitisch hat du schon einige Hofer hat er umgebracht, zum Beispiel, ne? Ja. Also umgebracht. Hinter Ibiza Video steckt er ja nicht dabei. Nein, aber es gibt ja in jeder Partei, das wissen wir von der SPÖ, von der ÖVP, aber von allen. Die Frage, Eva, ist der Knabe so klug, politisch so
mit allen Wassern gewaschen, so ein taktisches Genie, dass er es schafft, dass er, wenn er die Regierungsbildung kriegt, Auftrag, was er da Van der Bellen befürchtet, dass er dann die ÖVP irgendwie unter Druck bringt, spaltet und dann mit Industriellenvereinigung, Michel Leitner, weiß ich wie Namen habende, doch noch die ÖVP dazu bringt, mit ihm in eine Koalition zu gehen, eventuell sogar so klug zu sein und dem Nehammer den Kanzler zu schicken unter dem Motto, mir ist wurscht, wer unter mir als Finanzminister Kanzler ist. Also ich glaube, diese andere Koalitionsvariante, dieses Schwarz-Rot-Neos, das ist schon so detailliert ausverhandelt, dass natürlich der Nehammer immer eine Alternative hat. Die Frage ist, wie der Gerald Groß vorher gesagt hat, wenn wirklich der Abstand zwischen FPÖ und ÖVP so groß sein sollte, dass der Nehammer überhaupt als Parteichef der ÖVP wackeln sollte, dass es so viele Unzufriedene gibt mit ihm, dann glaube ich, dann hätte er eine wirkliche Chance, weil die eben genannten von dir, die IV, der ganze Wirtschaftsflügel der ÖVP natürlich sagen wird, wir wollen keine SPÖ-Neos-Koalition, weil das ist ja eine Dreierkoalition. Für die der Horror. Genau, ja. Und dann könnte er, wenn er geschickt ist, ja, der Kickl jetzt sozusagen, vielleicht tritt er dann wirklich zurück, also nicht zurück als Parteichef, sondern vielleicht in die zweite Reihe, um nicht Kanzler zu werden. Wobei der Finanzminister ist ja nicht unbedingt die zweite Reihe, ne? Nein, aber es der ist bestimmt nicht, in Wahrheit die Politik. Genau, also ich kann das Kanzler, aber vielleicht. Bitte, jetzt spricht unser blaues Gewissen. Der Architekturfehler. Schau, die 99er, 2000er Koalition zwischen Schüssel und Haider war ja in Wahrheit eine gute Idee. Und ich kenne noch immer Leute, die sagen, das war eigentlich eine gute Regierung, die 6 Jahre. Der Architekturfehler war, Jörg Haider quasi nicht in die Regierung zu lassen, so nach dem Motto, der Jacques Chirac hat was dagegen, der Jacques Delors hat was, ja, jeder hat was dagegen. Und aber das gibt es ja diesmal nicht, weil diesmal sind ja von der Meloni bis zum Viktor Orban jetzt keine Sanktionen gegen Österreich geben. Genauso ist es. Alle good friends. Eben, aber so nach dem Motto, der Architekturfehler war, Jörg, geh du nach Kärnten, Susanne, geh du voran und der Jörg bleibt in Kärnten, sein Wahlpotenzial geht in die Regierung. Aber er ist nicht dabei. Und das war in Wahrheit der Grundstein für den Untergang. Es war ja auch eine Permanente. Und das weiß, das ist eine ganz unemotionale Geschichte, das weiß Herbert Kickl. Das heißt, der Spitzen... Schau, was wird am Sonntag entschieden? Wertfrei. Jetzt nicht positiv oder negativ dargestellt. Am Sonntag wird entschieden, welche Partei hat für den Wähler das beste Programm. Wer kann glaubhaft versichern, dass er das Land vorausbringt? Und wer ist der sympathischste und ehrlichste Kandidat, der am meisten zieht? Das heißt, Spitzenkandidat und Parteiprogramm sind auseinander nicht auseinander zu dröseln. Das heißt, es gibt nur ein Paket. Und das weiß der Herbert Kickl auch. Und der Herbert Kickl wird sicherlich nicht zulassen und es wird in der FPÖ auch keine Stimmen geben, das kann ich jetzt schon sagen. Ich weiß schon, das wünschen sie ein paar. Die sagen, na Herbert, du musst jetzt gehen, ja, du wirst erster Nationalratspräsident oder irgendwas und wir machen ohne dich eine Regierung. Das würde der Wähler sofort als Verrat sehen. Also du willst uns allen Ernstes erklären, dass der Kickl nach dem 29. Kanzler wird. Das willst du uns erklären. Ich sagte, wenn der Abstand zur ÖVP groß genug ist, führt an der Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen Partei mit Herbert Kickl kein das Weg vorbei. Das ist mir aber die Frage, ob der Kickl Kanzler wird oder ob es nur eine Regierungsbeteiligung ist. Es ist eine logische Folge. Der Stärkste soll den Kanzler stellen. Und die Freiheitliche Partei hat ihren Spitzenkandidaten Kickl Herbert Kickl wird gewählt. Kanzler. Das willst du nein! Nein! Nein, aha, eben nicht, weil hinter den Kulissen, das sage ich schon bei der Gelegenheit, jetzt 6 Tage vor der Wahl, hinter den Kulissen der Regieplan von Rot und Schwarz so ist, der Abstand wird geringer, als wir alle glauben, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wenn der Kickl nur 1% davor ist, dann ist das kein glatter Sieg, dann kann er nicht den Kanzleranspruch stellen und in Wahrheit Schwarze und Rote längst über Koalition verhandeln und offenbar auch ein ehemaliger Kanzler mittlerweile mit seinem Bauchladen, der von dir herzlich titulierte Prinzessin Glaskind, mit seinem Bauchladen um und um geht und offenbar SPÖ-Regierungsmannschaft, hinter dem Herrn Babler schon zusammensteht. Du meinst den Herrn Christian Kern? Wird kolportiert, ich möchte es ihm nicht unterstellen, wird kolportiert. Es wird kolportiert. Ich glaube, da braucht keiner den Christian Kern, weil das macht sich die Wiener SPÖ selber aus. Ja, ich glaube aber, dass die Wiener SPÖ nach dem alles... Schau, jetzt muss ich da ehrlich was sagen. Was ist der Herr Babler? Der Herr Babler ist das Scheitern der Wiener SPÖ. Ja, das stimmt. So, jetzt bringen wir es einmal ordentlich auf den Punkt, okay? Wieso? Die Wiener SPÖ, das ganze Theater der gesamten österreichischen Sozialdemokratie ist ein Verbrechen der Wiener SPÖ und wieso? Das seit 5 Jahren. Zuerst installieren sie die Randy Wagner, dann schneiden sie die Gurgel durch. Dann installieren sie den Babler gegen Doskozil, weil sie Doskozil die Gurgel durchschneiden. Jetzt kommen sie drauf, dass ihnen der Babler auch nicht passt. Entschuldige, ich kann ja nicht nach dem Tagesstuhl des Herrn Ludwig österreichische Innenpolitik machen.
der schaut jeden Tag in sein Café verleihen und sagt, heute bin ich schlecht aufgelegt, dann ist der Herr Babler gut, heute bin ich nicht gut aufgelegt, der weiße Spritzer war gestern zu schwer, deswegen machen wir den Herrn Babler nicht. Die Wiener SPÖ ist, entschuldige, instabiler als eine Unterhosen, ja, das ist eine Windhose, das ist ja, entschuldige, jeden Tag etwas anderes. Die Wiener SPÖ hat das gesamte Theater der Sozialdemokratie die letzten 10 Jahre angestellt, reden wir doch ehrlich, zuerst die Liesinger gegen die Unterstinkenbrunner und die Chris Kirchner gegen die Dreiskirchner und jedes Mal war Wiener dabei. Immer wenn dort gestritten wird, machst du den Deckel auf, schaust in den Sumpf ein und irgendwie der Wiener lacht aus. Freundschaft, Genosse, Freundschaft, der Gusenbauer, der Oster, wie hat der Osterhase geheißen, der Staatssekretär? Ostermeier oder der Herr Feimann, der gute Frau Bures, überall sind dort Wiener. Überall Wiener. Die ganze SPÖ ist eine Streitfrage der SPÖ. Im Nachhinein sehen wir, dass die Regierung Faymann die letzte gute Regierung war, die dieses Land gehabt hat. Ja, vor allem, weißt du, was mir... Na, ja, da hast du vollkommen recht. Ja. Also auch diese Erfindung mit dem Zaun mit Seitentürtel, wo ca. 500.000 Leute über den Faymannschen Zaun mit Seitentürtel durch Österreich reingesickert sind, samt dem Herrn Kern, der mit seinen Bahnen der größte Schlepper von ganz Europa Deutschland. Eine großartige Regierung. Wie hätte ich das vergessen können? Und dann noch der Alfred, der Fredl Gusenbauer. Der Signa-Manager, der Signa-Aufsichtsrat, der hat gerade die größte wirtschaftspolitische Pleite nach Konsum und Babak hingelegt. Der Babler rennt da überall unter dumm und sagt, wir haben wirtschaftspolitische Kompetenz, sagt er im Duell mit dem Kickl und vergisst, dass die halbe rote Brut bei der Signa bei meinem Banker am Schoß gesessen ist und den ganzen Betrieb an die Wand geführt hat. Aber fleißig die Millionen, also gut, weil der Parolo Barroso Gusenbauer wollte ja seine Rotweinflaschen den Betrüss irgendwie sichern. Verstehe ja. Also, entschuldige Freunde, die SPÖ ist am Ende. Also, die Eva lacht sich vor Begeisterung halb tot. Eva, wie siehst du das? Also, wie siehst du den Herrn Babler? Ich sage, er unterschätzt den Babler alle. Der wird aufgrund seines Programms, und seiner jetzt doch sehr feurigen und teilweise heiseren Auftritte, wird der möglicherweise bei der Wahl besser... Wolfgang, darf ich dir Folgendes sagen? Ich weiß, dass du für einen Babler Sympathie hast. Nein, bitte. Also ich bin Er erinnert dich. Ich bin schon mehrfach seit dem Fernsehauftritt erinnert er dich an den aufgebohrten Leichnam von Bruno Kreisky. Und für Bruno Kreisky hast du immer dein Herz erweicht. Der Babler schaut aus wie der Kreisky 4 Tage nach seinem Tod. So, das weiß ich, da hast du andere Vorliebe, aber es ist nicht so. Du sollst mir widersprechen, was den Babler anbelangt. Ich widerspreche dir, der Babler... Leidenschaftlich. In dem Fall muss ich fast Gerald Groß ein bisschen recht geben. Also es ist die Wiener SPÖ. Zuerst hat man diesen Wahlkampf von der Pamela Rendi-Wagner total verschlafen, hat irgendwie geglaubt, die gewinnt. Keine Ahnung, wie man geglaubt hat, dass sie gewinnt einfach. Dann ist man draufgekommen, sie gewinnt nicht und es gewinnt der Herr Doskozil. Das wollte die Wiener SPÖ nicht. Dann hat man den Babler irgendwie unterstützt und jetzt weiß man nicht mehr, was man mit dem machen soll, wenn man draufkommt, das funktioniert halt einfach überhaupt nicht. Und da kann ich dir leider wirklich nicht recht geben. Also der wird unter 20% sein. So, das tun wir jetzt alle einmal zu die Akten nehmen. Die Rache des Journalisten ist das Archiv. Du sagst, er wird unter 20% sein. Du auch, glaube ich. Du bist schon ganz Gesamtprognose. 28, 24, 20, 10, 10 und die Klammparteien alle zusammen, die 4 auch nochmal. 10 kommen alle nicht ins Parlament, eine sind wir bei knapp 100. Mhm. Gut. 28, 24, 20. Also doch, weil du hast mehrfach gesagt, er wird fulminant unter 20% fallen, unter anderem Wenn der Kaffeesud vom Herrn Ludwig sich bis zum Wahlsonntag noch dreimal ändert, kann der auch auf 17 gehen, weil der Herr Ludwig ist ja ein Garant für die Sozialdemokratie. Deine Prognose ist 28, 24, 10 und das sind 20. 20, Entschuldigung, 28, 24, 20 und das sind die 4%, die du sagst, die der Kickl braucht, um Kanzler. Genau so ist es, ja. Gut. Also liebe Eva, deine Prognose? Ich würde sagen 27 FPÖ, 25 ÖVP oder vielleicht noch ein bisschen knapper, 27, 26, ja. Ich muss das jetzt durchrechnen. FPÖ vorne, 27, FPÖ 26 vor. ÖVP, dann würde ich den Babler irgendwo bei 19 sehen. So, und jetzt muss ich natürlich da durchrechnen, damit sich das ausgeht. Und die kleinen Parteien irgendwo so bei 10. Und Marco Boger wird nicht reinkommen, die Kommunisten werden nicht reinkommen, also die werden das nicht schaffen. So, also, das ist relativ eindeutig. Du sagst, es wird so knapp. 27, 26, 27, 25, 26, 25, 26, 26. Alles ist möglich, laut Eva Schütz. Es wird so knapp, dass der Nehammer Kanzler bleibt. Ich glaube, dass der Nehammer Kanzler bleibt, ja.
Und zwar in einer Koalition mit der SPÖ, wo sie dann vielleicht sogar als Zweierkoalition ausgeht, wenn der wirklich auf 26% kommt. Ich glaube, der hat immer 26 und 20 wäre 46 und das könnte sich, wenn die Kleinparteien, wenn die 10% haben, ja, und nicht reinkommen, knapp, aber doch aber ausgeht. Mit einer sehr instabilen Mehrheit am Ende. Mit einer geringen Mehrheit, wo man nicht weiß, ob nicht das Burgenland dann eines Tages wegputscht, die burgenländische SPÖ. Und nicht mit dem Babler, muss man sagen, als Vizekanzler. Sagst du. Ja. Das sind alles ausgekochte, perfekte Prognosen. Ich danke euch beiden. War wie immer spannend. Du schlagst den Groß und zwar nach deiner Prognose 27-26 und der Groß gewinnt nach seiner Prognose 28-24. Spannend gehört. Nehammer bleibt Kanzler. Kickl wird Kanzler. Wie, kann uns der Gerald Groß noch nicht sagen, aber er hat jetzt Zeit, bis Sonntag nachzudenken. Darüber nachzudenken. Und uns am Sonntag eine Analyse zu haben. Beide Herrschaften, worüber ich mich sehr freue, in voller Tatkraft im Ö24-Studio. Ich darf schon um 7 Uhr früh beginnen, weil ich eh nicht schlafen kann vor diesem spannenden Tag. Eva wird mich begrüßen und auch das eine oder andere Duell beisteuern. Du bist sowieso permanent auf Sendung, habe ich gehört, mit deinem Busenfreund Born Männer. Vielleicht auch einmal ihr zwei, was weiß man alles. Ich freue mich auf Sie jedenfalls, dass Sie am Sonntag dabei sind. Von 7 bis 24 Uhr, um Gottes Willen wird es lang, aber es wird so spannend, dass Ihnen diese berühmten 17 Stunden wie im Flug vergehen wird. Das war's für heute. Schlag den Groß mit Eva Schütz. Jetzt gehen wir in eine kurze Werbepause und dann kommt der Herr Miesig und wird versuchen, den Herrn Babler zu retten bei unserem Montagsduell. Wir sind gleich wieder da.